Und natürlich geht es gleich genauso weiter. Was hat sie nach Cambridge gebracht? Ich bin erst seit ein paar Jahren hier. Davor war ich wandernde Händlerin. Es war ein anstrengendes Leben, aber das hat mir nichts ausgemacht. Eines Tages führte mich mein Weg nach Cambridge. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich reiste zwar weiter, aber mein Herz blieb hier. Also kehrte ich irgendwann zurück und eröffnete dieses Geschäft. Seitdem bin ich hier. Meine letzten Tage will ich in Cambridge verbringen, wenn ich kann. Und warum auch nicht? Was haben Sie im Angebot? Zaubertränke. Ich braue sie alle selbst mit den feinsten Zutaten. Ich versichere Ihnen, diese Qualität finden Sie sonst nirgendwo, nicht mal in Hogsmeade. Na dann. Ich schaue mich nur um, wenn das in Ordnung ist. Natürlich. Bitte sagen Sie Bescheid, wenn etwas Ihr Interesse weckt. Und danke für Ihren Besuch. Na, immer doch. Das machen wir doch gerne, Mädel. So. Gut. Lieferung kann ich theoretisch beibehalten. Cambridge hat mir schon immer gefallen. Ich sage nur, halten Sie Ihre Wertsachen fest. Ah, die ist super. Dass das überhaupt geht, finde ich echt komisch. So, was haben wir denn sonst noch hier? Aber da komme ich wahrscheinlich so nicht hin. Und Schlösser knacken lernen. Oh, da ist eine riesige Truhe. Ich will da rein, ich will da rein. Ich will alles mitnehmen, alles meins. Gehört jetzt einfach alles mir. Rebellion. Eine Handbuchseite, Ingwerwurzel. Der Barkeeper in Cambridge hat immer einen Vorrat an Ingwerwurzeln, um die Übelkeit seiner Gäste zu bekämpfen, damit sie länger trinken können. Dieser Halunke. Dieser kleine Schuft. Ah, das sind Seiten auf der Karte. Entschuldigung. Bienenstöcke. Die Welt der Zauberei braucht genauso viel Honig für ihren Tee wie die Muggelwelt. Ja. Kann ich da rein? Muschelgrau. Ah, eine Farbe. Okay, verstehe. Gut, 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 gut. Dann gucken wir mal, was ich sonst noch... Ich habe so viele Aufträge. Jetzt bist du aber echt zugebombt, ne? Kehre zu Pippin zurück. Ja, das machen wir doch. Machen wir mal eins nach dem anderen. Zumindest kann ich jetzt mal ein bisschen... Das ist Hogsmeade, ne? So. Ach, das Flohpulver ist super. Ich sollte vielleicht warten, bis es Tag wird. Ups. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Ich habe die Tränke Fatima Lawong gebracht. Sehr gut. Und hat sie Ihnen Ärger bereitet? Kein Problem. Ich habe mich darum gekümmert. Das höre ich gern. Und vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe.
Es war schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Mr. Pippin. Gleichfalls. Wenn man sich nicht selbst mit dieser Hexe herumschlagen muss, nimmt man gerne die Kosten in Kauf. Viel Glück mit Ihren Tränken, Mr. Pippin. Auf bald! So. Super, super. Nächst wie Eulenpost. Guten Tag, ich benötige Unterstützung bei der Lieferung und dachte, Sie wären interessiert. Ja, hab ich doch schon. Meine Güte, Junge. Schon längst fertig gemacht. Ausrüstung, was habe ich denn jetzt an Ausrüstung wieder bekommen? Schon wieder so eine komische Brille. Nee, brauche ich nicht. Ich weiß nicht, was die Zauberstabgriffe bringen. Fliegende Flugtiere, Besen. Besenverbesserung. Mit der Hauptstory, okay. Ja, ich bin ja, was das angeht, eher so ein Nebenquester. Kaufe einen Besen bei Spindwitch. Das war doch schon gleich richtig gut. So, Mauszeiger, dich brauche ich nicht. Ja, ich brauche einen Besen. Für was brauchst du den? Gesicht? Wunderbar. Immer. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spindwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und Autsch. Bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ja, ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Ja, aber wo besteht denn... Spindwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Ich würde gerne die Vorteile von den verschiedenen... Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher, aber versuchen Sie mal mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen. Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Ich habe da noch mehr Fragen. Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Das ist doch schön. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Das ist schwierig. Mit feurigen Temperament, Hogwarts Hausbesen, der verzaubert wurde, damit du mit Stolz dein Haus in Hogwarts feiern kannst. Okay. Hochwertige aus Esche gefertigte Besen stehen für außergewöhnliche Stabilität. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ein stilvoller Besen, der leicht zu handhaben ist. Wirklich. Eben ein komfortabler und schneller Besen mit einem einzigartigen... Oh, den kaufe ich, komm. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Das ist doch schön. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben.
Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberung. Verbesserung, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserung vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Sieh doch gut aus. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Achso, ja, ich kann jetzt nur die anderen Besen kaufen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Flugprüfung. Kann ich jetzt fliegen? Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Rivelio. Ich habe jetzt einen Besen. Das ist doch schon mal gut. So. Den kann ich wechseln. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich denke mal, ich bin jetzt erstmal zufrieden mit dem. Ich mache immer noch die Flugprüfung. Ne? Ich würde sagen, das belassen wir dann auch mal. Können wir nämlich hier schön weitermachen. Mit der Flugprüfung. Wo ist das Quidditch-Feld? Wie komme ich denn da hier? So. Bringen wir mal ein bisschen Tempo rein. Hier will ich endlich mal mit meinem Besen fliegen können. Sowas wie interaktive Filme gibt. Das wäre eigentlich auch mal interessant. Oho. Einen Besen reiten. Oh yeah. Hey du, Hufflepuff. Ich hätte eine knuffige Stimme. Imelda Reyes? Albie Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen, aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Clopton gehört? Weiß nicht, was du gehört hast, aber ich habe sicher nicht angegeben. Erzähl das mal dem Rest der Schule. Aber ist auch egal. Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser ist. Ist die gemein? Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Hufflepuff. Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Na schön, wenn's sein muss. Diese Strecke erfordert Konzentration. Du musst vor jeder Kurve Tempo und Höhe bedenken. Die anderen testen die Ausdauer. Es sind drei Strecken, vor Ewigkeiten von Ehemaligen gebaut. Seit Black Quidditch gestrichen hat, gibt es diese Strecken oder nichts. Ich habe sie wieder populär gemacht. Die ganze Schule will dabei sein. Na dann, zeig doch mal, was du drauf hast, Frischling. Ach, warum nicht? Die ziehe ich ab. Ich schlage deinen Rekord.
Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Ich glaube, da hast die knuffige Stimme von ihr, die macht's echt nicht wett. Super. Oh nein. Was war das denn? Kann ich neu anfangen? Ja, ne? Die Dinger muss ich nicht einsammeln, aber die geben mir einen Speed. Perfekt. Das war nicht perfekt, das war knapp. Oh Mann, ich bin doch nicht gemacht für sowas. Ich meine, macht schon Spaß, aber... Boah, das Steuern ist echt übel. Geschafft. Mich hat es halt... Oh, fuck. Ich hab den Dreh noch nicht raus. Doch, fuck. Das macht echt Spaß. Ja, ich weiß, aber bringt in dem Sinne halt nichts. Ich werde voll verkacken. Ich meine, die hat nicht Unrecht, dass man nicht einfach so durchrushen kann. Na gut, das war ja jetzt... Das war schwach. Also, von meiner Seite aus. Das war doch kein Rekord. Was ich damit gewonnen habe. Du hast doch geschummelt. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Ja, passt schon. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albie Weeks. So, kehre zum Podium zurück, wenn du Rase-Herausforderungen von der Rangliste machen willst. Okay. Jetzt will ich aber nochmal zu Albie Weeks zurück. Will ich nicht einfach so machen? Ich will nicht Wegpunkt festsetzen. Ich will... Ich finde es schade, dass man, wenn man jetzt X auf die Stadt drückt, dass man dann nicht automatisch in die Stadtübersicht kommt. Das wäre... Ich gern, wie ich mich geschlagen habe. Das wäre so ein kleines Quality-Feature. Für mich zumindest. Oh, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Stimmt. Warum sollte jemand ihre Fähigkeiten anzweifeln? Oh, sie würden sich wundern. Die Leute sind starrköpfig.
Sie fürchten, man ruiniert nur alles, wenn man daran herumfummelt. Diese Leute wissen einfach das Gefühl der Freiheit nicht zu schätzen, das ein guter Besenflug bereitet. Und sie würdigen auch nicht den kreativen Prozess dahinter. Ich kenne jemanden in Rom mit einem Laden wie meinem. Sagt, dort sei es noch schlimmer. Natürlich machen sie nachmittags auch ein Nickerchen. Und wo wären wir ohne Verbesserungen? Hätte Elliot Smethwick sich von diesen Schwarzsehern einschüchtern lassen, hätten wir heute keinen Dämpfungszauber. Ich höre nicht auf sie. Guter Mann. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Das ist doch schon mal gut. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit. Dann hat er doch mal ein bisschen was zu tun. Ich würde sagen, wir machen den Part heute ein bisschen kürzer, weil ich habe jetzt keine Lust, noch einen Auftrag anzufangen und dann wieder 40 Minuten rumzueiern. Flugprüfung. Melder war schockiert, ja. Das ist auch etwas anderes. Wir könnten hier, könnten wir weitermachen. Ich muss mal gucken, wo die... Oha. Ich meine, wir könnten da jetzt durchfliegen. Das wäre ganz cool, aber nee. Komm, reicht für heute. Muss ich nur noch speichern. Ist halt interessant. Ich habe jetzt von jedem, habe ich jetzt einen Pro-Controller. Für die Switch. Der reicht 40 Stunden. Xbox Series S Series 2 reicht 40 Stunden. Und noch der Pro-Controller für die PlayStation 5. Aber den habe ich nicht, weil der ist mir echt zu teuer. Der Pro-Controller für die PlayStation 5, der soll 249 Euro kosten. Ich habe für den Switch Pro Controller habe ich 60 Euro bezahlt und 120 für den Elite Controller für die Xbox One S. Also diesen X Series 2. Ich weiß nicht, Series One S oder was weiß ich. Ich finde die Namensgebung von Xbox ein bisschen komisch, okay? Ich hinterfrage sie. Aber PlayStation über 200 Euro für einen Pro-Controller für die PlayStation 5? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen, ja, schwierig. Naja, hier, macht's gut, ne? War cool. Tschüss.